Okay, ich hab's geschafft. Puh, auf dein Gesicht, du elender Wichser. Und, okay, raufklicken. So, sehr gut. Ipso facto minimo magico. Yeah. Krono hat Magie gelernt. Puh. Male hat Magie gelernt. Ihr verbrenne. Luke hat Magie gelernt. Okay. So, mit Magiegestalt wollt ihr sie ausprobieren? Ja. Gut. Was? Darf ich diesen kleinen Wichser verprügeln? Gewitter. Oha, okay. 102 Schaden macht der Wichser. Ich mache 123 Schaden, haha. Eis. Feuer. Und gucken wir mal. Also für die Leute, die das machen wollen, also immer an der Wand bleiben. Egal, ob es ein Kreis wird, immer an der Wand bleiben. Immer. Weil das ist die Voraussetzung, um hier weiterzukommen. Kann man ihn verprügeln schon? Ich weiß es gar nicht. Fick dich doch. Ja, du machst Gewitter auf mich. Was zur Hölle? Gewitter. Eis. Feuer. Kann ich ihn schon töten? Ich weiß es gar nicht. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht schaffe ich es ja, ihn zu töten. 162. Was, ich hab gewonnen? Doppeltag, Antipode gelernt. Gra. Das hat viel genervt. Rumpf. Macht das nicht zur Gewohnheit. Hier für euch. Spiegel Spezialerfrischung. Eine Magiepille und 5 Ether halten. Ich bin der Meister des Krieges. Puh, manchmal jage ich mir selbst Angst ein. Ihr seid zum Schießen. Bringt mal neue Freunde. Yeah, ich habe neue Spiel. Alter Mann, hey. Ja, ich habe den kleinen Wichser getötet. Ja. Nein, nicht getötet. Nur, ich habe ihn besiegt. Egal. Was ist das für ein komisches Geräusch da im Hintergrund? Bestimmt mal eine Waschmaschine. Okay. Was in der Attacke haben wir dann gelernt? Drehschnitt. 2 Schaden. Kraft. Napalm. Antipode. Angriff mit Antipode, alle. Okay, Antipode erhalten. Save State. Dieses Tor führt nach 1990, zum Tag des Lavas. Geht nur, wenn ihr das Leben müde seid. Laos wird euch helfen. Wird euch helfen, dieses Lärmertal zu verlassen. Zum Tag. Nein, weil ich da nicht hingehen will. Darf ich euch begleiten? Nein! Also warte ich auf euch. Oh. Egal, der Roboter kann hier alleine bleiben. Zum mystischen Berg. Nein. Zum Protokoppel? Nein. Zum Medina? Nein, warte. Das geht irgendwie bestimmt richtig weit weg. Ich glaube, da müsste ich später hin. Also, ich gehe erstmal hier in Medina. Weil ich in der kompletten Lösung auch noch gelesen habe, dass wir da hingehen müssen. Um irgendwas zu erreichen. Meine Bin. Ich glaube, ich mache diese behinderte Waschmaschine kaputt. Von wo kommen wir dann raus? Okay. Okay, aber erstmal ausrüsten. Nein, für sie hier. Robin Hood. Okay, das haben wir jetzt auch. Eine behinderte Waschmaschine nervt richtig. Hey, seid ihr gerade aus dem Schrank rausgekommen? Raus hier! Wer seid ihr eigentlich? Dauernd zu unserem Schrank zu besuchen. Haut ab! Sekunde. Wartet mal. Okay, scheiß auf den Sound. Medina wurde von den Vorfahren der Mystiker gegründet, die einen Krieg gegen die Menschen verfloren. Die meisten Mystiker sind wütend auf Menschen. Seid vorsichtig. Ein seltsamer Mann lebt in der Nähe des Berghöhle, westlich von hier. Besucht ihn nochmal. Danke. Warum seid ihr so nett? Nicht viele Mystiker mögen Menschen gern. Menschen und Mystiker kämpften vor 400 Jahren miteinander. Ich vergebe und vergesse gern, aber nicht alle scheinen mein Motto zu teilen. Okay.
Und? Ach, die traurige Musik wieder. Gut. Das hab ich lange nicht mehr gehört. Kekranhöhle. Die Kekranhöhle. Also sind wir jetzt eigentlich in unserer Zeit zurück? Ja, oder? Ach, hallo. Wer die eine Waffe interessiert? Ja, ich möchte eine kaufen. Kaufen. Katana. Robinot haben wir schon. Plasma-Gewehr haben wir schon. Haben wir Titanenweste. So haben wir jetzt auch. Waffen gäbe es nicht in das Böse in dieser Welt, so bestünde kein Bedarf an Waffen. Was für ein trauriger Zustand. Ja, da hast du auch ein bisschen recht. Katana. Titanenweste. Titanenweste. Okay, das haben wir jetzt auch. Gehen wir mal den Weg hier runter. Ah, okay. Und, gibt es hier auch irgendwas? Okay, hier gibt es nichts, was ich jetzt machen kann. Diese Hülle gehe ich später rein. Ich erstmal diese Gegend erkunden. Wohnhaus. Ältestenhaus. Entscheide ich mal mit der Musik. Was ist los? Medina-Stube. Ey, das sind diese Gegner, die haben mir... Ihr verdammt mir das Essen, haut ab! Wie seid ihr denn dann? Ha, hoffentlich erteilt Hekran diesen Menschen eine Lektion. Ha, ha, ha. Menschen, haut ab. Aufgeben und weggehen. Nochmal versuchen. Ah, seid still, okay? Holt sie euch. Okay, die wollen kämpfen. Ja, okay. Ich hab den Kampf nicht angefangen. Mm-mm. Okay, euch werde ich verprügeln. Euch werde ich verprügeln. Du bist weg. Der andere kommt jetzt hinterher. Ja, mit 7 Schadenspunkten könnt ihr mich mal. 31 Erfahrungspunkte halten. 255, okay. Kreisch Hilfe! Und was sagst du jetzt? Nein. So viel Geld will er haben von uns, nur weil ihr Menschen sind. Okay, die haben echt was gegen Menschen. Okay, ich habe eine Idee. Nein. Warte mal, ich habe da eine Idee. Okay. 200 Geld pro Nacht. Okay, da haben wir jetzt schon ein bisschen reingekackt. Okay, ich will mal weiter gucken, was hier noch alles gibt. Laden. Hier gibt es nichts für Menschen. Haut macht, dass ihr wegkommt. Höflich bitten. Ja, alle wissen Menschen. Zeig's ihnen, Chef. Okay. Gewitter auf ihn hier. Und Angriff auf ihn hier. Und Angriff auf ihn hier. Wir werden erstmal diesen Wichser töten. Stirbt doch nicht, der Wichser. Okay, ich kann irgendwie den alten Knacker da nicht angreifen, der hinter der Theke ist. Hab ich ihn jetzt dran? Okay. Hit halten. Der Chef, Biester! Und? Alles so gut, ich verkaufe euch was. Ja, ist klar. So viel Geld willst du von uns haben, oder was? Okay, hier kaufe ich nichts ein. Der macht so einen Bucherpreis. Ha, ich senke meine Preise doch nicht für Menschen. Du elender Wichser, fahr zur Hölle. Okay, hier glaube ich, in der Mitte müssen wir. Ältestenhaus. Ältestenhaus, okay. Wer bist du denn? Eine Magiepille halten. Und du? Wartet. Okay, es geht weiter. Ein Ungeheuer lebt in der Berghöhle im Westen. Nur magische Angriffe können ihn schaden. Ach komm, raufklicken, so. Wer keine magischen Kräfte besitzt, wird nicht so leicht an ihn vorbeikommen. Aber ich gehe lieber wieder an die Aufräumarbeit, bevor Ötzi 8 mich fertig macht. Okay, wer ist Ötzi 8? Ich kenne nur einen Ötzi, diesen Neandertaler Ötzi. Ötzi 8 kommandiert uns wegen dem Ruhm seines Vorfahren herum. Und was gibt's hier? Eine Hasspille, ey. Diese Arbeit ist brutal. Was hast du zu sagen? Ich bin Ötzi 8, Oberhaupt von Medina. Meine Vorfahren halfen dem großen Magus. Oh, großer Magus, warum hast du die Menschen vor 400 Jahren nicht einfach ausgerottet? Okay, du Wichser. Du hast was gegen Menschen. Und hier?
komme dann wieder. Okay, okay. Und warte, was kann ich dann jetzt noch machen? Waldruinen. Okay, gucken wir uns mal das hier an. Ether-Medaillon erhalten. Okay, hier können wir noch nicht so viel machen. Deswegen gehen wir raus und genießen die Musik. Okay, speichern wir ab. Und komm, so weiter. Platz Medina. Was ist das? Was ist das für ein behindertes Geräusch? Krone, was singen die da? Komisches. Hol dich, Satan! Der gibt mir Essen! Oder ist dieser Magus das? Hut, Sir Magus. Hut, Herr Magus. Hut, Sir Magus. 400 Jahre ist es her, dass Magus die Mystiker zum Krieg gegen die Menschen aufgerufen hat. Und... okay, warte, gucken, ob das Sound noch laut ist. Wenn Lavus erwacht, sind alle Menschen Geschichte. Muha. Das sind die Viecher, die Lavus erwecken. Sobald Magus Geschäft, der mächtige Lavus, aus seinem langen Schlaf erwacht, kommt das Ende der Menschheit. Ja, allmächtige Maus, ja. Okay, und du? Okay, wenn Lavus erwacht ist, ja, okay. Kann ich irgendwie die Steine kaputt machen oder so? Aber diese Statue haben wir doch auch in unserer Epoche gesehen, oder nicht? Okay, der Wichser, dieser Magus, hat irgendwas vor. Okay. Okay, wir gehen erstmal in die Heckran-Höhle, oder wie die heißt. Weil ich denke mal, da ist irgendwas, was uns irgendwie töten will. Tod den Feinden der Mystiker. Okay. Ihr wollt mucken? Okay. Oh, 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 oh. Okay, Tod 24. Ihr, willst du mich aufreißen oder was? Hier, weg mit dir. Ah ja, Antipode kann ich ja auch mal testen. 22 Erfahrungspunkte halten. 2 Tickpunkte halten. 270 galt. Was ist das für ein Sound? Der ist voll behindert. Warte mal, der Sound kackt jetzt voll ein. Oder ist es normal, dass es in diesem Dungeon so ist? Ein Ether halten. Ist es normal, dass es so ist? Okay, 3 Octopussies. Wunderlampe und... okay, erstmal die Wunderlampe hier töten. Bestimmt kommen da viele dann. Ja, mach Feuer. Ja, was habt ihr gegen das Mädchen, das Feuertyp ist? 5. 6. Wann ist dieses Teil tot? 3. Okay. Okay, er ist blind oder was auch heißen soll. Ja, die verbrennen sie. Was zur Hölle? Okay. Ah, verdammt! Aber wieso ist das Sound so scheiße in dieser Höhle? Ich verstehe es nicht. Oder hat es damit zu tun, dass sie plötzlich da reinkam? Okay, hat mich nicht getroffen. Stirbst du jetzt endlich? Geh kaputt. Ach, verarsch mich nicht. Okay, ich mach die Antipode. Ich mach die einfach die Antipode, weil ich hab keinen Bock mehr. Wunderlampe Kotorosch. Antipode. Ich mach Antipode. Und was kann die Antipode denn? Oha. Oha, oha. Hey. Zu viel Schaden. Zum Glück habe ich die Magie gelernt. Okay. Ach man. Krono, hör auf rein zu kacken. Okay, erst. Ach kacke, er macht jetzt Gewitter auf etwas. Okay, der ist weg. Der ist auch, hoffe ich, jetzt mal weg. Weil ich keinen Bock mehr auf euch habe. Ja, du machst Tinten-Dings auf mein Gesicht. Du machst Feuer auf mein Gesicht. Und die haben so lange... oh, komm. Ach,
Leck mich. 22. Komm, hör auf. Gewitter auf den hier. Stirbst du? Okay. Ich habe auch gelesen, dieser Heckran ist ein schwieriger Boss, weil man physischen Attacken kommen ja gar nicht weiter. Wir müssen Magie können. 118 Erfahrungspunkte erhalten. 5 Trickpunkte erhalten. Krone erreicht nächste Stufe. Safen. Ich verstehe es nicht. Wieso ist der Sound so kacke hier? Was für Gegner kommen jetzt? Was seid ihr denn für Viecher? Temporapur. Was? Die haben wohl eine sehr hohe Verteidigung, wie es aussieht. Okay, 7. Kann ich die jetzt noch mit Magie töten, oder was ist los? 3. Okay, irgendwie mache ich sehr wenig Schaden bei denen. Feuer. Jetzt brenne. Okay, mit Magie muss man dich töten. Gewitter. Scheiße, ich muss langsam mich heilen. Okay, man muss alle Viecher hier mit Magie töten. 64 Erfahrungspunkte. Also hier ist ein Muss, wenn man Magie hat. Habe ich kein Ether oder so? Hastpille. So. Auf sie hier. Hat die 2 davon? Ether. Verdammt, okay. Ach komm. Sortieren. Und Tonic. So. Wieso kackt das Sound so ab? Oder ist normal bei diesem Level? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ganz und gar nicht. Okay, hier ist eine Truhe. Mit einem Meter Ether-Medaillon oder wie das heißt. Okay, das ist ein Speicherpunkt, wo ich da oben gesehen habe. Oh, scheiße. Feuerwirbel. Komm, mach Feuerwirbel. Eis auf den hier. Okay, die haben nicht so viel, also so viel Angriff. Deswegen wird das ein leichtes sein, um die zu umzubringen. Oha. Gewitter, komm. Okay, hier, Magie, physische Attacken kommen echt nicht hier gut an. Aber wir kommen gut voran, finde ich echt. Okay, die lernen nichts irgendwie Neues. Hallo, mach mal auf. Ether halten, ey. Wie komme ich da hin? Wir gehen einmal erst hier durch. Hallo. Hallo. Wie geht's euch Bällchen denn? Feuerwirbel. So. 3 auf einmal, komm. Okay, sind die jetzt tot? Ich weiß es nicht. Wieso hat dieser Dungeon keine Musik? Und es ist nur dieses Kreischding, also diese... Was machst du? Vergewaltigung in den Popo. 15. Gewitter. Wieso hat dieser Dungeon keinen Sound? Warum ist das nur ein großer... Psching, psching... Rolli-Polli-Polli-Rolli-Polli-Polli-Polli-Polli-Polli-Tot-Melodion erhalten. Dankeschön. Oder ist es nochmal... Soll das irgendwas darstellen, oder wie? Ach, diese Fledermäuse, die sind so... Die kann man mit physischen Attacken töten. Was zur Hölle? Die mach einfach so. Din-din-din-din-din-din-din-din-din.
Gewitter. Ja, leck mich am Sack. Okay, erwischt. Erwischt. Ihr könnt nicht mehr entkommen. Komm, mein Feuerwirbel. Ich triff euch beide. Willst du mich verarschen? Ich hab dabei auf beide gezielt, verdammte Scheiße. 2. Oh, Kacke. Die sind stark. Die sind stark. Gewitter. Eis auf den hier. Bist du weg? Ja, du bist weg. Okay, ich hau einfach auf mit physischen Attacken. Weil die haben hier echt keinen Sinn. Ich mach einfach Magie. Und dann geht's auch viel, viel schneller mit dem Kampf. Ja, sorg mir alles ab, du elender Wichser. Feuer und so. Auf jeden Fall. Okay, du hast gerade nichts geschafft. Okay, das haben wir jetzt Auge gut geschafft. 176. Denn 84 Erfahrungspunkte. Yeah. Und gibt's. Okay, kannst du noch runtergehen? Nein. Okay, hier rein. Okay, was ist das hier? Okay. Das erste, was ich mache, Gewitter auf den hier. Hat er gerade Leben abgezogen? Egal, das Leben gibst du mir gleich wieder zurück. Haha. Aha, haha. Eis. Feuer. Auf den hier. Din, 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 boah, boah, boah. Boah, 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 boah. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Gewitter. Ich hoffe, dieser Heckran-Boss ist nicht so ein schwerer Boss. Din, din. 118 Erfahrungspunkte, so. Wieso ist immer noch kein Sound hier? Okay. Wie zum Teufel bin ich hier gelandet? Das will ich auch wissen. Ach so. Ah, verstehe. So kommt man also zum Safe Point, also zu dem hier. Das Dorf der Magie. Das Dorf der Magie, okay. So kommen wir dahin. Aber ich will wissen, was in dieser einen Tür, in der einen Tür war. Okay, jetzt müssen wir bestimmt nochmal gegen die ganzen Viecher kämpfen. Nein, wir müssen nicht. Zum Glück nicht. Boah, ich hätte echt keinen Bock mehr. Okay, so rein mit uns. Und was kommt hier? Okay, die haben alle. Ach, wieso bin ich gleich am Anfang da reingegangen? Verdammt! Verdammte Kacke. Gewitter. Eis, komm darauf. Und du machst Feuer auf den hier. Ach, die haben nur eine Truhe bewacht. Verdammt! Ich will wissen, wann man diese komischen Kisten da öffnen kann. Also diese versiegelten Kisten. Den, 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 den. 181 Schaden. Rolli, Polli, Polli, Colli, Polli, Polli. Tonic Medaillon, okay. Wieso gibt's hier keinen Sound? Wieso müsst ihr Viecher kommen? Wieso habt ihr keinen Sinn in eurem Leben? Gewitter auf den hier. Komm, Gewitter, schnell. Weg mit dir. Kleiner Wichser. Eis und so. Feuer, komm so. Und ich hab's geschafft. Wir wissen, was in dieser Truhe ist. Irgendwas Mächtiges, hoffe ich jetzt mal. Ich bin jetzt nicht ohne Grund hierher gekommen. Aber wenn trotzdem da nichts ist, haben wir wenigstens etwas trainiert. 84 Erfahrungspunkte, yeah. Und das gibt's hier. Was gibt's hier? Magieschal. Yeah, Magieschal. Und was kann Magieschal denn machen?
Okay, das braucht jemand, der sehr viel Magie macht. 22. Könnte sie gar nicht gebrauchen. Okay, das lasse ich mal. Vielleicht kann ich das später für jemanden gebrauchen. Okay, speichern wieder ab. Wieso ist das Sound so scheiße? Ich mag es nicht. Okay, so. Ich hoffe, es kommen nicht die Gegner wieder. Okay, die kommen wirklich nicht mehr. Gut, 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 gut. Sehr, sehr gut. Hier durch. Hier rein. Hier durch. Und da hochklettern. Und so. Warte, kann man irgendwie da durch? Nein, man kann nicht. Hier gibt es noch diese hier. Objekt, Unterkunft benutzen wir mal. So. Und speichern wir ab. Und gehen in die Höhle. Tod den Feinden der Mystiker. Okay, das ist Heckran oder was? Also jetzt müsst ihr einfach angreifen, glaube ich, oder was? Ach ja, physische Attacken funktionieren nicht, ja, vergessen. Total vergessen. Okay, da kommen die Seifenblasen an. Zyklonwasser. Okay. Ach so. Wir müssen jetzt abwarten. Gegenangriff hat Pause. Also wir müssen abwarten, weil wenn man jetzt angreift, wird er uns jetzt nur, wird er uns jetzt nur richtig angreifen, also mit seiner Spezialattacke angreifen. Dann los, greift an. Oder war es nicht so? Egal, ich mach einfach mal Gewitter auf ihn. Und? Ich weiß, egal, ich mach einfach hier, komm. Wozu habe ich die ganze Eismagie? Scheiß drauf. In der kompletten Lösung ist Stand, er hat irgendein komisches Muster. Der 142. Er hat auch sehr viele Lebenspunkte, habe ich auch gelesen. Oder war es nicht? Warte, ich setze Antipode ein. Wozu habe ich die eigentlich? Ja. Wozu habe ich diese mächtige Attacke von diesem kleinen Puschelmonster bekommen? Okay, Antipode wird gleich rankommen. Gewitter. Ja, hör auf. 86. Okay, und du machst Tonic auf dich selbst. Antipode, yeah. Wasserwelle. Oha. Belebung hier. Okay, Belebung. Objekt. Tonic auf dich. Verdammt. Verdammte Kacke nochmal. Verdammt, ich hab verloren. Okay. Ja, ich weiß, das ist traurig. Komm, ja, ich weiß. Okay. Okay, wie ich jetzt angreifen werde. Also, tot den Feind der Mystiker. So, ich mach das mal so. Erstmal Chrono. Gewitter. Du machst mal Antipode auf ihn hier. Er hat irgendwas mit 2000 irgendwas Lebenspunkten. Deswegen, wenn ihr mal schnell angreifen. Und kannst dann Antipode einsetzen. Aber nicht, wenn er sagt, er greift mich an und dann sofort angreifen. Weil, wie ihr bestimmt bemerkt, hat er seine Wasserwelle-Attacke eingesetzt. Und die ist behindert. Sehr behindert. Gewitter. 89. Antipode, komm. Verdammt!
Scheiße, ich hab reingekackt. Wasserwelle. Verdammte Scheiße, ich hab reingekackt. Gewitter. Antipode, okay. Also, man muss auf die Struktur, also wie er seine Position hält. Also, wenn er seine Hand nach vorne hält, dann heißt also, dass er einen Gegenangriff parat hat. Okay, so. Antipode. Zyklonwasser. 66. Gewitter. Luca wird auch noch... Ach du Scheiße. Antipode, komm. Aurawirbel. Bitte, bitte, überlebe es. Zyklonwasser. Willst du mich verarschen? Was ist das für ein elender Wichser? Ja, ich weiß, das ist traurig. Rest in peace, Leute. Ey, wie oft verliere ich gegen diesen Wichser? Warte nochmal. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.